Herzlich willkommen hier zur Abschlusspräsentation von JugendHackt 2020 live aus Köln-Ehrenfeld an diesem wunderbaren Sonntagnachmittag. Mein Name ist Carolina und das ist Laura. Hallo zusammen. Schön, dass ihr alle dabei seid. Ich würde sagen, wir starten einfach ohne Umschweife. Bitte, bitte. Genau. Gerne direkt weiter swipen. Das haben wir auch. Genau, und dann starten wir auch schon direkt, weil ich mir sicher bin, dass unter den Zuschauerinnen heute auch ziemlich viele dabei sind, die vielleicht noch nicht wissen, was JugendHackt überhaupt ist, was wir hier das letzte Wochenende gemacht haben. Und deswegen wollen wir das nochmal ganz kurz erklären. JugendHackt ist ein nicht gewinnorientiertes Programm der gemeinnützigen Vereine Open Knowledge Foundation Deutschland e.V. und medialepfade.org, bei dem wir beide von der Fachstelle für Jugendmedienkultur NRW als regionaler Partner vor Ort fungieren. Das Programm ist speziell für junge Menschen im Alter von 12 bis 18 Jahren, die mit ihren technischen Fähigkeiten die Welt verbessern wollen. Aber dabei geht es noch um ganz, ganz viel mehr. Also es geht nicht nur darum zu programmieren, sondern bei JugendHackt wird auch Raum geboten, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, voneinander zu lernen und vor allem auch miteinander zu lernen. Darüber hinaus geht es natürlich auch darum, dass die Jugendlichen so ein bisschen eine eigene Haltung entwickeln sollen, auch darüber nachdenken sollen, was sie mit ihren Fähigkeiten alles anstellen können. Und das Ganze machen sie natürlich nicht alleine, sondern dahinter steckt ein ganzes Team. Vor allem machen sie das mit der Unterstützung von ehrenamtlichen Mentorinnen, die mit denen gemeinsam ein digitales Werkzeug, einen Prototypen oder auch ein Konzept für ihre Version einer besseren Zukunft arbeiten. Genau. Und neben unserem Hackathon-Format, wie wir es jetzt gerade durchgeführt haben, das vergangene Wochenende, gibt es ebenso noch die regionalen Labs, also Werkstätten, in denen regelmäßig sich Gleichgesinnte treffen können und gemeinsam tüfteln können. Aktuell gibt es diese Labs in Ulm und Fürstenberg und auch Ende des Jahres wird es das Ganze noch in Cottbus, Heilbronn und Heidelberg geben. Darüber hinaus gibt es neben den Labs und auch den Hackathons das Programm Vernetzte Welten, bei denen die Jugendlichen aus der ganzen Welt sich an einem Ort versammeln und gemeinsam sich über ihre Interessen hinweg vernetzen und verschiedene Kulturen dadurch auch kennenlernen. Ganz genau. Es hat irgendwann mal, ich glaube 2013 war es, hat es mit dem ersten Event in Berlin angefangen. Mittlerweile gibt es sehr viele Events in ganz Deutschland und auch Österreich und der Schweiz. Der Stream hat ein bisschen Delay, deswegen sehe ich meine Folie jetzt noch nicht, das war ein bisschen schwierig. Noch weiter. Ja. Ja, wir sind jetzt schon beim Hackathon. Habt ihr nicht weitergedrückt eben? Oh, okay. So ist das mit der Technik. Es gibt hier so ein paar Kommunikationsprobleme. Das ist live. Das ist auch sowas unser erstes Mal eine Online-Veranstaltung abzuhalten. Seht es uns also nach. Ganz genau. Jetzt sehe ich auch die Folie und kann mehr dazu sagen, denn ich habe mir die Zahlen nicht gemerkt. Wie gesagt, mittlerweile gibt es tatsächlich 10 Events in Deutschland bzw. im deutschsprachigen Raum, mittlerweile auch in Linz und also in Österreich und der Schweiz. Wir sind hier in Köln. Über die Zeit hinweg haben sehr, sehr viele Teilnehmende unsere Events besucht. Im letzten Jahr hatten wir sage und schreibe 535 Teilnehmenden in den Events. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Genau, jetzt dürft ihr auch weiterklicken. Ja, natürlich ist das alles ein großer Haufen organisatorischem Aufwand, der dahinter steckt und das kostet, wie ihr euch vermutlich denken könnt, auch Geld. Das heißt, wenn ihr oder sie JugendHackt unterstützen möchtet, dann freuen wir uns darauf, wenn sie dem JugendHackt-Freundeskreis beitreten und besuchen sie gerne oder besucht gerne freundeskreis.jugendhackt.org. Dort können sie sich informieren, wie ihr uns unterstützen könnt.
Genau. In NRW gibt es tatsächlich auch noch ein eigenes Format für Einsteigerinnen und das nennt sich Hello World. Diese Workshops finden regelmäßiger statt und sind auch kostenlos. Deswegen, wenn ihr aus NRW kommt und jüngere Geschwister habt oder Leute oder Freunde, die sich noch nicht so viel mit Technik beschäftigt habt, dann schaut gerne auf www.helloworld.org vorbei. HelloHelloWorld.org vorbei. Dort gibt es Infos dazu, welche Workshops ihr vielleicht nächstes Jahr noch besuchen könnt. Vorausgesetzt, die Situation lässt es zu. Ganz genau. Und dann machen wir auch schon weiter. Wir wollen euch natürlich ein bisschen einen Einblick geben, was denn so das letzte Wochenende und auch bei unserem Vorabtermin am 13. November passiert ist. Also ich kann schon mal vorweg sagen, es wurde ganz schön viel getüftelt, vor allem auch programmiert und in diesem Jahr auch ziemlich viel diskutiert. So viel können wir, glaube ich, schon mal vorwegnehmen. Genau. Insgesamt waren dieses Jahr 17 Teilnehmende aus ganz Deutschland dabei, die zusammen mit 11 Mentorinnen und auch insgesamt 10 Orga-Menschen an 5 Projektideen gearbeitet haben. Das Ganze wurde natürlich auch ein bisschen aufgelockert durch verschiedene Input-Vorträge von Expertinnen. Zum Beispiel hatten wir einen Vortrag am Freitag zum Thema Diversität in der IT oder auch unsere Hackerinnen-Ethik, wo es ein bisschen darum ging, halt einzuschätzen, wie würde man in bestimmten Situationen reagieren, was kann ich mit meinen Fähigkeiten anstellen und wie positioniere ich mich da in dem Ganzen auch irgendwo. Es hat es natürlich nicht so einfach gemacht. Das ganze Jahr war sehr aufwühlend für uns. Wir hatten ja eigentlich vor, uns auch vor Ort die Veranstaltung durchzuführen, haben uns aber dann doch dafür entschieden, eine Online-Veranstaltung zu machen, einfach weil es sicherer war. Und nichtsdestotrotz wollten wir es ja natürlich irgendwie hinkriegen, schon irgendwie auch dieses Jugend-Hack-Gefühl zu vermitteln und so ein Gemeinschaftsgefühl einfach aufzubauen, trotz der ganzen Entfernung, weil wie gesagt, die Teilnehmenden kamen aus ganz Deutschland. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch extra Entertainment-Räume organisiert, in denen kostenlose Multiplayer gespielt werden konnten, auch einfach zusammen gegessen werden konnte oder halt auch einfach ein bisschen gequatscht werden konnte, um dieses Gemeinschaftsgefühl irgendwie trotzdem über die Bühne zu bringen. Was vielleicht gar nicht so viele von euch wissen, ist, dass es wirklich bei Jugendhack so ist, dass die Teilnehmenden die Ideen entwickeln. Also das Ganze liegt bei ihnen selbst, was sie machen möchten, ob es sei es ein Hardware- oder auch ein Softwareprojekt. Da reden wir überhaupt nicht mit rein. Und was genau da so am Wochenende entstanden ist, das fragt ihr euch jetzt bestimmt. Und wir fangen auch versprochen jetzt ganz gleich an. Allerdings liegt es bei uns noch in der Verantwortung, eine ganze Menge Menschen zu danken. Genau. Und die tolle Aufgabe darf ich übernehmen. Und zwar fangen wir eigentlich direkt an mit dem Orga-Team, denn das sind nicht nur Laura und ich, die jetzt hier vor der Kamera sitzen, sondern auch eine ganze Menge Leute, die das Wochenende über und auch jetzt gerade noch hinter der Kamera mitwerkeln. Das ist Caro Nummer 2 noch. Sage und schreibe 2 Lauras, die Michelle, Kokung, Saskia, Joel, Markus, Nina und Robert. Vielen Dank auf jeden Fall an unser wunderbares Team hier. Die Regie verbeugt sich auch gerade, für euch zur Info. Weiter geht's direkt mit den wunderbaren MentorInnen, die am Wochenende so fleißig mit ihrer Expertise die Teilnehmenden unterstützt haben. Ihr seid super und ein super wichtiger, großer Bestandteil von Jugendhack. Ohne euch wäre das überhaupt nicht möglich. Da geht das Danke an Asu, Caro, David, Leonie, Lorraine, Marcel, Marco, Patrick, Pia, Stefan, Yuki und besonderer Dank auch noch an Hanno, der im Vorfeld uns mit der Technik so ein bisschen auch gecoacht hat. Mit Rat und Tat beiseite gestanden hat, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Auf jeden Fall. Super Danke auch den Teilnehmerinnen. Natürlich, ihr seid einfach das Kernelement, das Herzstück von Jugendhack. Ohne euch würde es diese Events gar nicht geben und ohne euch wären die Events nicht möglich. Und wir sind jetzt schon wahnsinnig stolz und freuen uns darauf, dass bald auch alle hier im World Wide Web eure Projekte bestaunen können. So, jetzt noch ein kleines offizielles Ding. Natürlich steckt hinter diesem Event auch eine ganze Menge Geld. Deswegen möchten wir uns nochmal herzlich bedanken bei der Stadt Köln, unserem Kooperationspartner. Als Förderer hat das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen gewirkt. Und auch SponsoringpartnerInnen waren dabei. Das waren in diesem Jahr Adesso Insurance Solutions und CyberCon. Und wir möchten natürlich auch einen herzlichen Dank noch an die zahlreichen SpenderInnen durchgeben, die über Better Place dem Event Spenden zukommen haben lassen.
Und ich glaube, das war es jetzt auch von offizieller Seite und wir legen endlich los mit den ganzen Projekten, die auf euch warten. Und zu Beginn freue ich mich sehr auf das Projekt von Moritz und Corinna. Das trägt den Namen Alpaka Quiz und wir freuen uns sehr, was die beiden uns zu berichten haben. Viel Spaß! Okay. Ich glaube, so schnell hat niemand gerechnet, dass wir wieder zu sehen sind, oder? Nee, das stimmt. Da hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen, wie ihr euch vermutlich schon denken könnt. Deswegen übernehmen wir jetzt nochmal, bis der Ton gefixt wird, weil man konnte die Teilnehmenden leider auf Twitch nicht hören. Sollen wir einfach mit einer ersten kleinen Anekdote anfangen, Laura? Das wäre doch was. Wir waren nämlich für solche Fälle genau vorbereitet. Erzähl doch mal, Caro, wie lief denn unser Jugendhackt-Jahr 2020? Oh ja, es war ein sehr langes Jahr, wie für wahrscheinlich alle von euch. Und zwar in einem vorherigen Leben gab es tatsächlich in diesem Jahr von unserem Team auch schon eine Jugendhackt-Veranstaltung. Das war Jugendhackt-Mädchen vernetzen. Anfang Februar in Zum allerersten Jülich. Mal. Ich glaube, das können wir sagen, dass da das erste Event war, was nur mit Mädchen stattgefunden hat. Einfach, weil wir das Ziel hatten, mehr Mädchen zu integrieren in den normalen Jugendhackt-Veranstaltungen. Weil das einfach leider immer noch nicht so normal ist, dass so viele Mädchen wie auch Jungen an einem Event teilnehmen. Und dabei sollte das total normal sein. Genau, und da war es tatsächlich auch schon so, dass das Pech uns so ein bisschen verfolgt hatte, denn am letzten Eventtag hat ganz Deutschland ein großes Sturmtief getroffen. Ich habe tatsächlich mittlerweile den Namen vergessen. Vielleicht weiß das wer im Chat. Schreibt es doch mal Sturm in die Kommentare. Welcher Sturm im Februar um uns hergezogen ist. Genau, und wir haben tatsächlich gedacht, dass das am Februar, also dass es halt tatsächlich damit das Pech aufgebraucht war. Spoiler-Alarm war es nicht, denn das Jahr, das Jugendhackt-Jahr und auch das Jahr für uns alle ging turbulent weiter. München ist gerade noch so durchgekommen und im Ende März soll es schon weitergehen. Okay, dann erzähle ich die Anekdote nicht zu Ende. Dann machen wir gleich, weiter. Wir haben noch genug Zeit. Wir haben noch genug Zeit. Auf ein neues. Wir freuen uns immer noch sehr doll auf das Projektteam Alpaka Quiz mit Moritz und Corinna. Ja, Versuch. Wir hatten das Alpaka-Quiz. Das Alpaka-Quiz ist ein interaktives Umfrage-Antwort-Tool und wir sind Corinna Moritz. Mit unserem Produkt kann man einen Quiz erzeugen mit verschiedenen Fragen und Antworten. Und um das Ganze mal genauer zu erklären, erkläre ich das am besten am Beispiel von der Schule. Also angenommen, ein Lehrer möchte ein Quiz für seine Schüler erstellen, dann kann er dieses Quiz erstellen mit eben verschiedenen Fragen und verschiedenen Antwortmöglichkeiten. Und dann wird dieses Quiz am Whiteboard, also an der Tafel vorne, angezeigt und die einzelnen Schüler können mit ihren Handys an diesem Quiz teilnehmen. Das heißt, sie können über ihr Handy abstimmen und ganz am Ende wird das Ergebnis, also wer wie abgestimmt hat, sowohl am Whiteboard als auch auf den Schülern, also auf den Handys von den Schülern dann angezeigt. Jetzt natürlich die große Frage, warum wollten wir sowas entwickeln? Und das Problem allgemein ist, es gibt dabei wenige Open-Source-Tools. Und die Tools, die es gibt, zum Beispiel wie Kahoot ist ungefähr was sehr Ähnliches. Das ist, wird kommerziell betrieben und wenn es kommerziell betrieben wird, muss man auch meistens darauf auf den Datenschutz achten und der ist meistens nicht so hoch. Genau, wie haben wir das Ganze umgesetzt? Mit verschiedenen Technologien. Für unser Frontend haben wir JavaScript benutzt und Bootstrap. Bootstrap ist eine Designbibliothek. Das heißt, da bekommt man so bunte Buttons oder sowas für die Webseite. Und unser Backend haben wir einmal in der Bibliothek Spring von Java programmiert. Das war für uns beide neu, sodass wir dadurch auch ziemlich viel gelernt haben.
Und mit sogenannten Websockets, also einer Verbindung zum Server, haben wir das Ganze verbunden. Also einmal Frontend und Backend und einmal auch zum Beispiel, wie man das Whiteboard halt mit den Handys von den Schülern verbindet. Und das war für uns auch teilweise neu, sodass wir da auch nochmal viel gelernt haben. Genau, und was ist am besten und nicht besser als eine Live-Demo? Mehr oder weniger haben wir hier in der Mitte unser Whiteboard. Da stehen letztendlich die ganzen Teilnehmer und unser Quiz-Pin. Jeder Teilnehmer, habe ich zwei jetzt hier links und rechts davon, hat diesen Quiz-Pin eingegeben in das Formular und dann gibt jeder sich noch einen Teamnamen und dann kann man schon beitreten. Und sobald alle beigetreten sind, kann dann der das Quiz veranstaltet, das Spiel starten. Jedem werden die vier Buttons angezeigt und jeder kann eine Frage auswählen. Und die erste Frage ist natürlich, seit wann gibt es Jugendhackt? Ganz simpel, 2013. Und beide Teams kriegen dementsprechend, haben zwei richtige Antworten bei Blau. Das wievielte Jugendhack Köln ist das? Ist zum Beispiel auch die nächste Frage. Die Fragen kann man fast selber noch eingeben und Jugendhack ist das sechste. Und ich kann jetzt auch einfach mal demonstrativ ein falsches sagen. Da sieht man hier, 6 ist die richtige Antwort und der eine hat 5 gewählt und das ist kein guter Punkt. Und dann natürlich zu guter Letzt, wie oft haben wir die Cantina-Band im Kölner Dom gehört? Ich würde sagen, geschätzt, wir sind das mindestens 30.000 Mal, aber wir haben nur 300 Mal reingemacht. Und dabei gibt es jetzt die Antwort, 300 stimmt in dem Fall. Und jetzt haben wir unser Ende vom Quiz erreicht. Wir haben 1.200 Punkte, Test 1. Und nur 800 Punkte Test 2, weil der einmal eine Antwort falsch hat. Und es geht natürlich auch noch auf Zeit, wer hat welche Frage als erstes richtig beantwortet. Genau, was kann man jetzt in Zukunft noch besser machen oder noch weiterführen? Wir sind leider noch nicht ganz fertig geworden. Das heißt, es sind noch ein paar Punkte offen. Zum einen habe ich ja gesagt, dass man seine Fragen auswählen kann oder selber eingeben. Das haben wir leider noch nicht ganz geschafft, aber wir sind kurz davor und schaffen das noch. Und dann kann man noch das Design so ein bisschen verschönern, wenn man das möchte. Außerdem müssen wir noch einprogrammieren, dass man eine unterschiedliche Anzahl an Antwortmöglichkeiten hat. Also, dass ich zum Beispiel einmal eine Frage stellen kann mit nur 2 Antwortmöglichkeiten und einmal eine mit 5 Antwortmöglichkeiten. Weil bisher haben wir eben immer nur die 4, die Sie auch gesehen haben. Und der letzte Punkt wäre noch, dass man bei diesen Antwortmöglichkeiten, die haben wir jetzt ja schon für schön farbig dargestellt, dass man dann auch Formeln hinzufügt für diejenigen, die farbenblind sind, damit die eben auch mit einem Blick sehen, was sie geantwortet haben und was richtig ist und was falsch. Genau. Open Source haben wir natürlich auch entwickelt. Unser ganzes Projekt inklusive Backend und Frontend ist auf GitHub zu finden unter der URL. Wir haben unter der Lizenz GPL3 entwickelt. Genau, dann wollen wir auch schon sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit von Ihnen. Vielen Dank an das Jugendtech-Team, das uns ermöglicht hat, dass Jugendtech, obwohl es jetzt nicht Präsenz war, aber online so schön funktioniert hat. Und vor allem auch danke an Lorena, an unsere Mentorin, die uns das Wochenende sehr gut unterstützt hat. Super, vielen Dank für dieses spannende Projekt. Das würde ich direkt benutzen, auf jeden Fall sehr gerne, sehr cool. Besonders schön, dass es auch überlegt wurde, wie es weitergehen könnte und natürlich auch die Barrierefreiheit irgendwo Thema gefunden hat. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, wenn Moritz und Corinna daran weiterarbeiten und lasst uns gerne wissen, wenn wir auf euer Tool zurückgreifen können. Denn Tools haben wir natürlich auch ganz schön viele benutzt jetzt bei unserem Online-Event, oder? Oh ja. Und Open Source und Datenschutz sind einfach sehr, sehr wichtig. Umso cooler, dass ihr da an ein Tool gedacht habt. Soll ich die Anekdote von eben noch zu Ende erzählen? Bringen Sie doch bitte zu Ende. Ich bringe sie noch zu Ende. Ich fühl mich ein bisschen abgehakt hier. Genau, also das Jugendhackt, ja. München ist tatsächlich gerade noch so durchgegangen. Die hatten das Glück, noch Anfang März stattzufinden. Gerade kurz vor den Ausgangsbeschränkungen. Ich glaube, tatsächlich wäre Köln danach direkt das nächste Event gewesen. Das mussten wir leider verschieben, jetzt auf dieses Wochenende im November. Wir hatten damals ursprünglich gedacht, dass vielleicht dann die Situation besser ist und hatten auch schon ein tolles Hygienekonzept entwickelt, wie wir das Ganze Corona-safe stattfinden lassen können. Leider geht Sicherheit aber vor und wir waren auch dann jetzt remote dabei. Aber umso stolzer bin ich, dass das jetzt hier anscheinend alles so super klappt.
Genau, ich glaube, wir können auch einfach sagen, dass wir besonders froh sind, dass die 3 Tage und auch das Vorabtreffen so reibungslos gelaufen sind, weil wir uns natürlich auch komplett neu einarbeiten mussten, als dann klar war, okay, wir machen eine Remote-Veranstaltung. Vielleicht können wir da einfach so einen kurzen Einblick geben, wie wir das denn überhaupt gemacht haben, damit irgendwie das Ganze organisatorisch auch einfach reibungslos über die Bühne läuft. Liebe Caro, mit welchem Programm hast du denn gearbeitet, damit das so funktioniert? Mit welchem Programm? Oh, ich habe Programme habe ich einige genutzt. Also wir haben natürlich davon profitiert, dass viele Jugendhackt-Veranstaltungen jetzt in diesem Jahr schon remote stattgefunden haben. Deshalb konnten wir uns in unserer Orga-Community gut austauschen. Insofern war es relativ sehr schnell klar, dass wir auf jeden Fall Big Blue Button als Kommunikationstool nutzen und da auf jeden Fall auch gerne ein Dokumentationstool hätten, wo wir auf Kodi MD zurückgegriffen haben, von das Pad von Mediale Pfade genutzt haben. Genau, und für euch zum Verständnis einfach, also auf diesem Pad, da haben wir unterschiedliche Informationen hinterlegt. Also da gab es einmal so ein Orga-Pad, wo einfach viele Informationen drauf waren, wo welche Räume sind, welche Tools benutzt werden können, wer die Ansprechpartner sind. All sowas hat man da gefunden, damit die Kommunikation auch einfach ein bisschen reibungsloser abläuft. Und jetzt gerade kriegen wir aus der Regie gesagt, dass es weitergehen kann. Genau, und zwar geht es jetzt sofort weiter mit Alpaka Dash. Die Gruppe besteht aus Jonathan, Felix, Alina und Hanno und beschäftigt sich so ein bisschen mit dem Thema Infosammlung und Übersichtlichkeit an Schulen. Seid sehr gespannt. Viel Spaß. Hallo? Wir sind die Gruppe Alpaka Dash. Wir sind Jonathan, Hanno, Felix und ich bin Alina. Unsere Problemstellung war, dass viele Schüler, ganz besonders jetzt in der Zeit von Online-Unterricht, sehr viele Plattformen überprüfen müssen. Teams, Moodle, Zulip, alles Mögliche. Es ist so einfach, irgendetwas zu vergessen und dann hat man einfach mal seine Hausaufgaben versäumt, etwas nicht abgegeben. Und das dauert auch noch. Unsere Lösung war, dass wir alle Abgabetermine und alle Nachrichten auf einer Plattform sammeln. Das spart einem total viel Zeit. Man muss sich nicht durch alle Plattformen total lange durchklicken. Und man vergisst nicht auch aus Versehen eine Anwendung und damit die Hälfte seiner Hausaufgaben. Das Ganze ist auch noch serverless. Also die Schule muss das Ganze nicht einrichten, man muss da nicht 2 Jahre drauf warten. Und das Ganze kann auch noch lokal laufen bei dir auf dem Gerät. Dabei haben wir folgende Technik benutzt. Und zwar als erstes, da wir keinen Server verwenden, nutzen wir einfach nur JavaScript, welches direkt im Browser ausgeführt wird. Das läuft in allen modernen Browsern, Chrome, Firefox, was auch immer. Dann nutzen wir, wie auch schon die vorherige Gruppe, Bootstrap für die grafische Darstellung, damit wir einfach ein sehr simples und trotzdem sehr gut aussehen. Und wir greifen direkt auf die APIs der Plattform vor. Eine API ist ein Application Program Interface. Das heißt, das ist eine Schnittstelle, die die Software freiwillig zur Verfügung stellt, damit andere Software auf die Daten zugreifen können. Das hat eben den Vorteil, dass wir keinen Server dazwischen haben, sondern wir greifen direkt auf die Daten zu, die zuverlässig uns übergeben. In der aktuellen Prototypfassung haben wir 2 Integrationen, einmal Moodle und Zulip. Moodle ist Open Source, weshalb wir das natürlich hier auch erstmal ganz nach vorne geschoben haben. Es ist ein viel genutztes LMS, das ist ein Learning Management System. Das heißt, dort können Aufgaben hochgeladen werden, dort können Aufgaben abgegeben werden. Aber es funktioniert auch zum Beispiel mit Video-Chat-Anbietern. Genau, und das wird halt eben sehr, sehr viel genutzt an Schulen, an Universitäten, eigentlich überall. Und da das eben auch unsere Schulen genutzt haben, haben wir das für sehr wichtig gehalten. Genau, unsere Integration greift, wie eben schon erwähnt, direkt auf die Moodle-APIs zu. Es holt sich die wichtigsten Infos dort. Der einzig kleine Nachteil ist, dass es jedoch benötigt, dass die App-Funktion von der Schule in Moodle aktiviert wird. Das ist eine Funktion, die in den meisten Fällen aktiviert ist, die allerdings auch teilweise, die allerdings auch für die offizielle Moodle-App benötigt wird.
Okay, ansonsten haben wir noch Unterstützung für Zulip. Zulip ist eine Open-Source-Chat-Plattform. Wir benutzen Zulip Jugendhackt intern, um uns zu unterhalten, auch wenn wir gerade kein Event haben. Ansonsten kann Zulip auch von diversen Schulen benutzt werden. Und deswegen hatten wir gedacht, dass wir es auch noch einbinden. Unsere Integration, unsere Webseite greift direkt auf die Zulip API zu. Sie zeigt neue Nachrichten an und sie benötigt gar keine Änderung am Zulip-Server. Das heißt, selbst wenn die Schule irgendwie sich da nicht ganz sicher ist, die Anwendung läuft trotzdem. Nun stellen wir euch einmal einen funktionierenden Prototypen vor. Wenn man sich das erste Mal verbindet, bekommt man hier ein kleines Fenster, welches einen begrüßt zu Alpaca Dash und einem erzählt. Jetzt können wir direkt anfangen, Moodle zu verbinden. Nachdem wir alles eingegeben haben, sind wir einen Schritt weiter. Und dann sieht das ungefähr so aus. Das heißt, wir sehen hier, dass wir keine ungelesene Nachricht, zum Beispiel von einem Lehrer auf Moodle, bekommen haben. Und wir sehen, was wir in der nächsten Zeit abgeben müssen, beziehungsweise andere datenbezogene Infos. Wenn wir jetzt Zulip verbinden wollen, zusätzlich zu Moodle, dann gibt es hierfür auch ein Feld. Dort können wir einfach schnell alle unsere Informationen, die wir eingeben. Das funktioniert ganz einfach mit Nutzernamen und Passwort. Wir drücken auf Login und wir sind sofort verbunden in Zulip und sehen die neuesten Nachrichten aus unserem Zulip-Chat. Es gibt auch noch, hier haben wir nochmal die ganzen Links, die man braucht, wenn man das Programm nutzen will. Den Quellcode findet man unter github.com/jugendhackt-platform-updates und wir haben auch noch einen laufenden Prototyp, auf den kann man zugreifen unter alpaca-striefel.de. Dankeschön fürs Zuhören, aber noch ein viel größeres Dankeschön an unsere Mentoren, Patrick und Hanno, die uns sehr viel geholfen haben bei der ganzen Einrichtung, bei dem ganzen Programmieren. Feedback ist uns immer willkommen. Okay, vielen lieben Dank an Jonathan, Felix, Alina und Hanno für euer schönes Projekt. Sehr, sehr cool. Ja, und bevor wir gleich das nächste Projekt hören, brauchen die Teilnehmerinnen noch ein bisschen Zeit, alles vorzubereiten. Und deswegen wollten wir uns das nicht nehmen lassen, nochmal so ein bisschen zu erzählen, wie wir das denn versucht haben zu schaffen, dass so ein Gemeinschaftsgefühl und auch so ein Jugend-Hackt-Feeling aufkommt. Und da haben wir uns was ganz Besonderes einfallen lassen, denn wir haben im Vorhinein den Teilnehmenden sogenannte, ja, wir haben es Care-Pakete getauft eigentlich. Ne? Ja, oder Verpflegungspakete. Oder Verpflegungspakete. Sowas in der Richtung. Genau. Alpaca-Post. Was war denn da Schönes drin? Oh ja, wir haben uns tatsächlich in der Orga überlegt, also die Frage gestellt, was für Items findet man denn so auf einem Hackathon eigentlich so? Und da sind wir relativ schnell auf die Idee gekommen, dass Mate auf jeden Fall in so einem Care-Paket nicht fehlen darf. Und auch bei uns im Büro nicht. Auch bei uns im Büro nicht. Ich hoffe, ihr habt euch gut eingedeckt, auch zu Hause. Snacks sind natürlich ganz wichtig, damit auch der Kopf ganz viel Energie hat. Wir haben es tatsächlich sogar geschafft, eine kleine Pizza in dieses Paket zu hinterlegen. Leider keine frische vom Italiener. Aber ohne Verspätung? Dafür ohne Verspätung, als Gummibärchen quasi. Dabei waren auch viele Jugend-Hack-Sticker, wie ihr vielleicht jetzt zu Hause seht, sind auch unsere Laptops hier mit Stickern übersät. Das ist einfach so ein Community-Ding aus der IT-Ecke, dass wir natürlich gerne unsere Laptops auch bekleben, was das Zeug hält. Und weil wir ganz besondere Zeiten im Moment haben, haben wir natürlich auch daran gedacht, einen Mund-Nasen-Schutz mit Alpaca-Design reinzupacken. Also vielleicht seht ihr meinen hier vorne. Wir tragen sie auf jeden Fall ganz fleißig hier bei uns im Office. Genau, genau. Die sind auch für uns sehr sinnvoll gewesen. Und natürlich war auch Sponsoring-Merch dabei. So. Ganz genau. Ich glaube, die Teilnehmer haben sich sehr darüber gefreut. Umso schöner, dass das alles auch noch rechtzeitig geklappt hat und alle eingedeckt waren für unser gemeinsames Wochenende. Mhm. Können wir noch so eine kleine Anekdote erzählen, wo wir schon beim Thema Mate sind.
Magst du das übernehmen oder soll ich? Kann ich machen. Wir haben tatsächlich festgestellt, und zwar ist bei JugendHackt immer so eine Sache, dass wir Programmiersprachen nicht diskutieren, und wir haben auch festgestellt, dass wir auch Mathe-Vorlieben nicht diskutieren sollten. Insofern. Man lernt nie aus hier bei uns. Man lernt nie aus. Und ich kriege gerade die Ansage, dass wir auch weitermachen können. Wir freuen uns jetzt auf das Projekt Infect World, ein Spiel, was Lukas und Jan-André euch vorstellen werden. Herzlich willkommen zu unserem Projekt Infect World. Unser Problem oder Fragestellung war, wie kann man Menschen vermitteln, wie wichtig es ist, Sicherheitsmaßnahmen gegen Corona einzuhalten? Unser Produkt ist jetzt Infect World. Es ist angelehnt an Among Us und es ist ein 3D-Multiplayer-Spiel. Das Ziel des Spieles ist, einen Impfstoff zu entwickeln oder von dem Patienten aus alle anzustecken. Und es simuliert einen Verlauf einer Corona-Pandemie und es spielt auf einem Raumschiff. Es gibt zudem noch Schutzmaßnahmen im Spiel, wie zum Beispiel Masken. Wir benutzen dafür Unity als Game Engine. Darin programmieren wir in C# und benutzen Photon als Multiplayer-System. Ja, also das ist ein Screenshot von unserer Skizze von der Raumschiff-Map. Und wir dachten uns, weil wir es 3D machen, können wir ja nicht nur auf einer Ebene bleiben, sondern können auch nach oben oder auch nach unten gehen. Das sieht man dann hier in da der mittlere Bereich, das ist die mittlere Ebene, oben ist die obere und unten ist die untere Ebene. Ja, das ist dann der Startbildschirm. Man kann da seinen Namen eingeben und dann einen Code eingeben. Und dann kann man entweder einem Raum beitreten oder einen erstellen. Ja, und so sieht es dann aus. Das ist jetzt unsere Lobby. Man sieht dann, wer alles drin ist und wer dann auch den Raum erstellt hat. Ja, das ist jetzt eine Szene aus dem Map, aus dem Raumschiff. So sieht es dann aus, wenn man auch durchlaufen würde. Ja, und hier, das sind jetzt mal unsere Spieler, das sind Zylinder mit einem Gesicht und oben rechts sieht man dann die Anzeige, wie viele Aufgaben man schon erledigt hat, um den Impfstoff herzustellen. Und der Patient 0 bzw. ein Infizierter sieht dann, wie viele schon infiziert sind. Ja. Also, da wir es schwer im Multiplayer hier anzeigen, haben wir für euch ein Video vorbereitet. Da sind wir auf der Map zusammen. Einer ist der Patient 0 und wird uns jetzt angesteckt. Ja. Ja, Ausblick und offene Punkte, also ja, wir wollen noch Items wie Masken, Corona-Test und den Impfstoff halt allgemein noch zum Herstellen noch mit reinmachen. Dann Infizierte melden, ein Chat-System für Besprechungen, um herauszufinden, wer ist überhaupt Patient 0. Dann noch eine Lüftungsanlage für die Infizierten, damit man auch seine Viren, also den Virus dann in Räume verteilen kann, die jetzt nicht zugänglich sind, zum Beispiel in die Baracken, also in die Zimmer der einzelnen Leute. Und ja, wir wollen dann eigentlich auch noch mehr Maps machen, wie zum Beispiel noch ein Einkaufscenter. Ja, danke für Ihre Aufmerksamkeit und auch vielen Dank an unsere Mentoren Leonie, Marcel und Stefan. Und ja, den Prototyp finden Sie auf GitHub. Ja, auch vielen Dank für dieses sehr spannende Projekt. Wir haben vielleicht an diesem Wochenende auch so die ein oder andere Among Us-Runde zusammengespielt. Deswegen umso cooler, dass da auch ein Projekt dabei entstanden ist, wo mit Code die Welt verbessert wurde.
Ja, eine weitere Anekdote von unserer Seite aus. Und zwar haben wir, beschäftigen wir uns immer bei JugendHackt auch mit dem Thema mit der Hackerinnenethik. Das hat Laura ja eben auch schon mal erzählt. Am Freitagabend hatten wir deswegen einen Hackerinnenethik 1, 2 oder 3, beziehungsweise in unserem Kontext 0, 1 oder 2, wie die bekannte Quiz-Sendung, die ihr vielleicht kennt. Und da gab es tatsächlich eine Frage, die hat unsere Teilnehmende sehr beschäftigt und die möchten wir euch nicht vorenthalten. Deswegen werde ich diese Frage jetzt einmal vorlesen und die wird auch noch in den Chat gepostet. Da könnt ihr vielleicht mal selber mit nachdenken. Und zwar lautet die Frage: Die Regierung lässt eine KI programmieren, die entscheidet, wer den Corona-Impfstoff erhalten soll und wer nicht. Dabei werden neben Alter und Gesundheit auch Beruf und Bildungsstand mitberechnet. Was haltet ihr davon? Genau. Da könnt ihr euch jetzt im Chat mal so ein bisschen Gedanken machen, vielleicht kurz eine Rückmeldung geben, was ihr davon haltet. Mit den Teilnehmenden haben sehr viel darüber diskutiert, ob eine KI überhaupt objektiv sein kann, weil eine KI auch nur so stark ist wie die Menschen, die sie programmiert haben und mit welchen Infos sie gefüttert werden. Davon hängt das alles ab. Das ist so ein bisschen die Frage, die sich unsere Teilnehmende gestellt haben. Und es ist Wahnsinn, wie viel diskutiert wurde und vor allem auch, wie differenziert die Meinungen waren, wie gut auch die Teilnehmenden davon waren, ihre Meinungen zu vertreten und auch zu erklären. Also wir im Nachgang, als wir mit den Mentorinnen gesprochen haben, wir waren alle so baff davon, wie toll die jungen Menschen einfach schon aufeinander zugehen können, andere Meinungen akzeptieren, aber vor allem auch, wie differenziert sie an die ganze Debatte auch irgendwo rangegangen sind. Also es war wirklich super schön mit anzusehen und ich glaube, das war so ein Moment, wo wir wirklich besonders stolz auf unsere Community waren. Auf jeden Fall. Ja, wir warten gerade noch darauf, dass die nächste Gruppe soweit fertig ist. Deswegen haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit zu quatschen. Ich sehe gerade, im Chat wurden auch schon ein paar Antworten reingeschrieben. Rubbel die Katz schreibt: Schlecht, eine KI darf das nicht entscheiden. Und Papa Wolf schreibt: Vermutlich wird eine von ethischen Devs erstellte KI objektiver sein als eine Ansammlung von politisch motivierten Menschen. Das geht, glaube ich, schon in die Richtung, die auch unsere Diskussion eingeschlagen hat. Auf jeden Fall, das stimmt. Genau, ich glaube, wir sind noch nicht so weit von technischer Seite. Wir brauchen noch einen Moment. Vielleicht können wir einfach mal kurz noch darüber quatschen, was denn unsere schönsten Momente dieses Wochenende war. Oh, das ist eine gute Idee. Ich glaube tatsächlich, dass diese HackerInnen-Diskussionsrunde bei dieser Frage auf jeden Fall mit bei einem meiner Tops ist. Wie sieht es bei dir aus? Das war wirklich, also wir haben, das können wir auch vielleicht einfach mal erzählen, wir haben das Programm angelegt, so für, keine Ahnung, anderthalb Stunden war es, glaube ich, geplant. Es war auch schon spät abends nach dem ersten Tag, also ich kann mir schon vorstellen, dass alle auch schon so ein bisschen platt waren, weil man muss ja auch einfach sagen, wenn man den ganzen Tag vorm Rechner sitzt, das nimmt einen natürlich auch schon mit. Ja, das stimmt. Aber umso schöner waren auch einfach diese Momente, in denen wir auch ein bisschen Quatsch gemacht haben. Also vielleicht, die Teilnehmenden wissen das, wir haben halt im Hauptraum im Kölner Dom haben wir immer schöne Musik laufen lassen. Und wie gesagt, habt ihr wahrscheinlich auch vorhin in einem der Projekte schon erfahren, dass wir sehr oft die Cantina-Band haben laufen lassen. Ich glaube, dieser Song hat sich bei uns allen eingebrannt. Ich finde es total schön, dass es zwischendurch einfach mal auch ein bisschen alberner zugehen konnte und nicht alles so stressig war, wie wir uns das zuvor, wie wir Angst davor hatten. Ich glaube, mein Favorit war My Heart Will Go On in der Bad Flute Version. Oh Gott, ja. Das war ganz, Freitagabend wurde es recht spät und da waren wir sehr müde und haben uns so ein bisschen mitreißen lassen und hatten diese wunderbare Version an von My Heart Will Go On, aber als sehr, sehr schlechte Flötenversion. Und es tut uns jetzt noch leid, wie es mit euren Ohren ist. Aber das soll es auch von unserer Seite jetzt für den Moment erstmal gewesen sein, denn die nächste Gruppe ist fertig. Wir verschonen euch vor unserem Gesang. Genau. Das wäre unser nächster Plan B gewesen. Oh Gott, Laura. So, die nächste Gruppe ist das Alpakatorum mit Merlin, Luis, Nele und Lilly, die jetzt gleich sich mit dem Thema Hobbys und Langeweile bekämpfen beschäftigen werden. Viel Spaß.
Alpakatorum, Teilnehmer und was sie gemacht haben. Alle haben generell ein Konzept erstellt, was gleich jemand vorstellen wird. Merlin hat eine Über-uns-Seite programmiert, Luis hat eine Startseite programmiert, Nele einen Button über und eine Über-uns-Seite mit Merlin programmiert und ich habe ein Logo gestaltet und die Präsentation erstellt. Problem und Fragestellung. Es gibt keine Plattform, um zu gucken, was für Hobbys existieren. Untypische Hobbys werden vorgestellt, die man selbst nicht kannte. Unser Endprodukt soll ein Forum zum Kennenlernen von neuen Hobbys sein und auch über und eine Möglichkeit zu sein, über Hobbys zu reden. Man soll auch neue Kontakte knüpfen können, mit über ganz Deutschland verteilt und vielleicht auch Informationen über Hobbys sammeln, die einem noch gar nicht bewusst sind, dass sie existieren. Unser Konzept haben wir als allererstes gemacht. Das heißt, wir haben uns überlegt, wie unsere Web-App aussehen soll. Das haben wir für die Anmeldung, für die Infoseite, die Hauptseite und die Startseite gemacht. Als nächstes zeigen wir euch das kurz. Hier könnt ihr euch, das ist die Anmeldeseite im Konzept. Weiter. Das ist unsere Hauptseite mit dem, für die Möglichkeit zum Auswählen der Kategorien, Unterkategorien, zum Chat erstellen und so weiter. Das ist unsere, unsere Startseite mit unserem Logo repräsentativ und der Möglichkeit, auf die Über-uns-Seite zu kommen. Und nochmal eine Registrierungsseite. Als Daten und Technologien haben wir die Programmiersprachen JavaScript, HTML und CSS verwendet. Als Zeichenprogramm für die Konzepte haben wir Excalibur verwendet und unser Editor war Visual Studio Code. Unser ganzes Projekt liegt auf Git. Jetzt zeigen wir Ihnen einmal unsere Seiten. Das hier ist einmal die Startseite. Hier sieht man dann noch die About Us-Seite. Dann haben wir hier die Seite zum Einloggen. Und jetzt zeigt euch Luis noch, also stellt uns euch Luis noch unsere Hauptseite vor. Ja, erstmal haben wir oben oder unter einem Alpakatorum Schriftzug haben wir einmal eine sozusagen eine ein, sagen wir jetzt einfach mal Leiste, wo man die verschiedenen Sachen auswählen kann. Das bedeutet, man kann sich leichter durch die eigenen oder durch die Seiten klicken. Dann bleibt sie auch oben von selbst stehen, wenn man runterscrollt. Unten Chatrooms haben wir leider noch nicht das Design fertig geklappt und wir haben leider noch keine Chats hinzugefügt. Das ist jetzt, das kommt später noch alles. Und Ausblicke und offene Punkte. Wir wollen noch, wir wollen das Hobbyforum noch mit mehreren Kategorien und Unterkategorien ausstatten und mehrere Chats pro Unterkategorie hinzufügen. Und das ist unser Logo, alles schön bunt. Das hat Lilly gemacht und da übergebe ich jetzt nochmal. Das ist jetzt auch schon das Ende. Danke für die Aufmerksamkeit und hoffentlich findet ihr neue Hobbys. Danke an die Mentoren Asu und Marco und ein herzliches Dankeschön generell an diesen Tag. Ja, vielen lieben Dank, Merlin, Luis, Nele und Lilly für euer Projekt. Ich glaube, da können wir alle uns noch, finden wir noch ein neues Hobby, würden wir da finden, wenn jeder da aktiv mitarbeitet und auch die verrücktesten Hobbys dort eintragen. Auf jeden Fall, wenn die Ausgangsbeschränkungen jetzt noch so weitergehen, brauche ich definitiv auch noch ein paar Hobbys, denen ich nachgehen kann. Ja, wir kommen auch schon zur letzten Anekdote, Mensch. So schnell geht das heute. So schnell geht das heute. Und zwar haben wir ja gerade schon erzählt, dass in unserer Community Sticker sehr begehrt sind und natürlich auch Emojis, weshalb die liebe Michelle kurz vor Event noch ein paar eigene Alpaka-Emojis designt und gezeichnet hat. Dafür nochmal ein fettes Danke. Das sind vielen, vielen lieben Dank. Ja,
Das sind die, die auch die ganze Zeit jetzt schon so durch die Präsentation flackern und mit denen ihr gerade fleißig reagiert. Und wie das bei einem Hackathon so ist, hat unser Mentor Hanno daraus direkt ein Stimmungsabfragetool gebaut, was wir jetzt gerne vielleicht auch mal aufploppen lassen würden, wenn die Zeit dafür da ist. Da könnt ihr nämlich dann abstimmen, wie euch die Präsentation bis jetzt so gefallen hat. Der Link folgt jetzt gleich, genau. Und Laura, sind schon sehr gespannt. Ja, welches bist du gerade? Ich glaube, ich schwanke so zwischen Grün und Pink. Heute Morgen waren wir, glaube ich, alle ja noch sehr müde, aber mittlerweile bin ich froh, wie das ganze Wochenende gelaufen ist. Finde die Projekte super toll, wenn man sich einfach mal überlegt, dass sie halt wirklich Freitag und Samstag und heute Vormittag ein bisschen dafür Zeit hatten. Ja, Freitag war ja gar nicht mal richtig nicht Zeit. Mal eigentlich so sogar Zeit, nur ja. Samstag, Sonntag. Wahnsinn, was da alles schon entstanden ist. Wir sind wirklich sehr stolz auf Sie. Entschuldigung, jetzt habe ich dir reingeredet. Nein, alles gut. Ah, viele sind pink auf jeden Fall. Jetzt kommen noch so ein paar grüne. Und wir haben auch jetzt schon von der Regie die Info gekriegt, es kann jetzt auch schon weitergehen mit der letzten Gruppe. Und zwar ist, achso, das ist deins. Das ist gar kein Problem. Bitte, ändert aber nichts an der Ansage, dass es tatsächlich schon leider unsere letzte Gruppe ist. Wir begrüßen jetzt die Projektgruppe Alpaka News mit Leo, Mitya, Felix, Julie und Julius. Viel Spaß! Wir sind das Team Alpaka News. Mitgearbeitet haben Felix, Leo, Julie, Julius und ich, Mitya. Unser Problem war es, die Verbreitung von falschen Informationen auf verschiedenen Plattformen, wie zum Beispiel Twitter. Das ist sehr oft passiert bei großen Ereignissen, wie zum Beispiel letztens bei der Präsidentschaftswahl. Twitter ist eine Social-Media-Plattform, wo man Texte und Medien teilen kann mit anderen. Und wir wollten stattdessen wahre Informationen verbreiten. Und da haben wir uns gefragt, wie wir jetzt die Glaubwürdigkeit von Quellen bewerten können. Unser Endprodukt ist eine Webseite, die zur Einschränkung von Fehlinformationen dient durch Up- und Downvoting von Quellen, da oft Tweets Fehlleitungen bekommen durch falsche Quellenangaben. Bei uns wird jeder Post, der hinterlegt wird, einzeln gevotet, um hinzu beweisen, ob er fake ist oder ob er seriös ist. Und für jeden Post müssen als Beleg mindestens eine Quelle angegeben sein. Und die Bewertung und das Voting passiert nicht automatisch, sondern durch menschliche AnwenderInnen. Das war uns auch besonders wichtig. Und um Spam zu vermeiden, braucht man auch ein Profil zum Voten oder Erstellen von Einträgen. Und sonst, wenn man nicht angemeldet ist, kann man sich die Beiträge nur anschauen und auch die Kommentare lesen. Für die Webseite und das Webdesign haben wir hauptsächlich Bootstrap und HTML benutzt. Danach haben wir auch noch CSS zur Verschönerung und JavaScript benutzt. Für die Hintergrundsachen, also für das Backend und die Datenbank, haben wir Django und Python benutzt. Außerdem haben wir eine Twitter-API. Eine API, wie euch vorhin schon erklärt wurde, ist eine Schnittstelle zwischen zwei Apps, also bei uns zwischen unserer Web. So sieht unsere Webseite aus. Unser Name Alpaka News mit unserem schönen Logo. Wir haben oben eine Navigation Bar mit verschiedenen Kategorien, in denen Tweets widerlegt werden. Hier sind wir jetzt gerade in der Kategorie Politik. Wir sehen hier, dass ein Tweet von Senator Triano widerlegt wurde mit der Quelle Wikipedia. Und hier sehen wir, wie viele Up- oder Downvotes diese Quelle bekommen hat und was für Kommentare es gibt. Wir können auch selbst Kommentare hinzufügen, jedoch bin ich nicht angemeldet. Das kann ich jetzt einmal zeigen. Kann man sich anmelden. Wenn man keinen Account hat, kann man sich registrieren. Ich habe jetzt schon einen, also logge ich mich ein. Dann bin ich eingeloggt. Und jetzt kann ich zum Beispiel auch einen Tweet hinzufügen. Ich habe das schon mal vorgefertigt. Das ist jetzt ein Tweet von Donald Trump unter der Kategorie Politik. Und diesen kann ich jetzt einmal hinzufügen.
Ich habe als Beleg dafür, dass es eine falsche Quelle ist, ein falscher Tweet ist, die Quelle Tagesschau verwendet, welche vertrauenswürdig ist. Hier noch einmal die Bilder von unserer Seite. Wir haben uns auch noch überlegt, was wir in Zukunft mit unserem Projekt machen möchten, und besonders ist uns eingefallen, dass wir auch noch weitere Dienste einbeziehen möchten, nicht nur Twitter, weil es natürlich Twitter nicht nur das einzige soziale Medium ist, wo Faltinformationen existieren, sondern beispielsweise auch bei Facebook, Instagram oder auch Telegram. Auch dazu möchten wir noch aufgrund von den Tweets, die wir bekommen, Vorschläge von weiteren uns bekannten Tweets machen mit ähnlichen Quellen. Aus dem Grund, da wir damit den NutzerInnen es einfacher machen wollen, Tweets hinzuzufügen zu unserer Seite. Außerdem möchten wir noch weiterhin definieren, welche Quellen vertrauenswürdig sind. Wir haben schon ein paar, aber möchten noch weiter das machen. Und auch, dass die Beiträge sortiert werden nach einem bestimmten System, beispielsweise nach Wichtigkeit, wie zum Beispiel, dass ein Tweet von Donald Trump wichtiger ist als von irgendeiner Person. Zum Schluss möchten wir uns noch bedanken bei unseren MentorInnen David, Pia und Yuki und natürlich an die gesamte Jugendhackt-Orga für die Organisation dieses tollen Events. Ach, wir sind schon wieder drauf. Ich habe kein Signal bekommen. Entschuldigt bitte die Verspätung. Vielen lieben Dank auch an das Projektteam Alpaca News. Das war doch ein gebührender Abschluss, oder? Auf jeden Fall. Sehr, sehr schönes Projekt auch. Und danke für diese ganzen, danke an die Orgas auf jeden Fall, euch allen. Es war uns ein Vergnügen. Ja, und es fällt mir schon ein bisschen schwer, das jetzt zu sagen, aber mit diesem fünften Projekt ist Jugendhackt in Köln Remote 2020 tatsächlich offiziell vorbei. Mir bleibt nur noch zu sagen, dass ich ein verdammt tolles Wochenende hatte. Es hat mich sehr gefreut, euch alle kennenzulernen. Ich bin wahnsinnig stolz auf das, was ihr geleistet habt an diesem Wochenende. Und an das Team möchte ich nur sagen, es war mir ein inneres Blumenpflücken und gebe damit ab an meine Kollegin Caro. Ihr müsst wissen, das ist, was Laura mir die letzten Monate immer freitagabends, wenn es spät geworden ist in unserer Orga, als letztes gesagt hat. Deswegen freut mich das umso mehr, dass wir diese Tradition jetzt beibehalten. Ich kann mich dem Ganzen nur anschließen. Ich finde, ihr habt ganz Großes geleistet und ich hatte ein wahnsinnig schönes Wochenende. Und vielen Dank, dass es so gut über die Bühne ging. Wir hatten uns im Vorfeld echt Sorgen gemacht, aber ihr habt uns die Sorgen absolut genommen und alles übertroffen, was nur ging. Und ich habe mir ganz besondere Schlussworte überlegt, mit denen ich diesen Stream jetzt beenden werde, die da wären. Wir waren die Cantina-Band. Wir nehmen heute keine Songwünsche mehr an. Vielen Dank und bis nächstes Jahr.